Wenden wir uns nun den Wellenformdarstellungen zu. Links ist der sogenannte Complete View des Tracks zu sehen. Diese Wellenform wird beim Laden eines neuen Stückes kalkuliert und füllt immer den gesamten Ausschnitt aus, unabhängig von der eigentlichen Länge des Tracks. Das Fenster ist also bei einem 4-minütigen Track genauso gefüllt wie bei einem 7-minütigen Track. In dieser Übersicht ist der komplette Verlauf des Stückes zu sehen. Über die Wellenform sind die ruhigen Passagen des Songs, zum Beispiel hier und hier, mit einem Blick zu erkennen. Das hilft beim Mixen ungemein, da mit einem Blick abgeschätzt werden kann, wann der Beat aufhört und eine Fläche oder ein Break einsetzt. Diese Wellenformdarstellung ist zweifarbig gehalten. Grün dargestellt wird der bereits abgelaufene Teil des Tracks, weiß der noch verbleibende Teil. Rechts neben dem Complete View befindet sich das Fenster mit dem sogenannten Needle View, eine virtuelle Nadelposition, markiert durch diesen Indikator in der Mitte. Wenn ich das Timecode-Menü nun mit der Hand bewege, also quasi scratche, wandert die virtuelle Nadel synchron durch mein MP3. Außerdem ist dieses Fenster beim präzisen Setzen von Cue-Punkten extrem hilfreich. Darauf werde ich genauer im Kapitel Tipps und Tricks eingehen. Im dritten Fenster am oberen Rand des Screens ist die Beatmatch-View zu sehen, eine Peak-Darstellung beider Tracks gleichzeitig. Hier werden die lauten Spitzen dargestellt, die üblicherweise bei den Bassdrums und Snares auftreten. Am unteren Rand wird im grünen Player 1, also der linke Turntable, dargestellt. Darüber ist in weiß Player 2 zu sehen. Der Vorteil dieser Ansicht ist, dass man eine optische Hilfe beim Beatmatching bekommt, also wenn man die Geschwindigkeit zweier Tracks angleicht. Man kann also auch ohne viel Erfahrung erkennen, ob ein Track beim Mixen zu schnell oder zu langsam läuft. Liegen die Peaks übereinander und laufen parallel, dann laufen auch die Tracks.